Oh, mein Vater spielt Slender. Du darfst das Spiel starten. Ich freue mich darauf. Ich bin mal gespannt, wie ich deinen Test bestehen werde. Ich habe mich aber schon im Vorhinein belohnt, weil ich deine Schokolade aufwüchse. Oh rein. Start Game. Ich starte jetzt mal das Game. Wie heißt das Game, Thorsten? Slender. Slender. Slender, was ist Slender? Du wirst es herausfinden. Also da läuft ja jemand lang hier. Das ist ja noch das Intro. Vögel sind auch schon da. Slender. Slender. Das habe ich schon mal gehört. Das gibt es in der Amerikaner. Fenderklinge. Von Slender kann ich nicht. Spannend. Collect all 8 Pages. Was soll ich jetzt machen? Ja, dich mit WASD fortbewegen. Also W ist nach vorne, S ist rückwärts, D ist die Seite D und mit dem quasi Umschalt gedrückt hältst, kannst du rein. Ich habe nicht das gehört. Jetzt muss ich was suchen hier. Jetzt musst du halt in diesem Wald musst du halt 8 Seiten finden. 8 Seiten? Ja. Wenn du sie findest, musst du, die sind. Keine Sorge, die sind an auffälligen Objekten angebracht. Das ist jetzt nicht, dass sie also irgendwo wild. Mit Seiten meinst du jetzt Blätterpapier? Papierseiten, ja. Papierseiten, wo Sachen draufstehen. Ich glaube, ich muss schneller laufen. Genau. Muss gedrückt halten. Das ist schon zu Ende. Ich kann nicht weiter bis zum Zaun, ne? Ja. Da ist eine. Moment. Nee, da nicht. Ja, wir sind zwar ich habe ein Talent für was. Ich weiß ja nicht schon mal. Ach, ich hab gefunden. Mit der Maus drehen. Ich mit der Maus drehen. Nee, jetzt hast du die Taschenlampe ausgemacht. Ah, die Taschenlampe. Also, ich fahre auf der Linken und jetzt drehen. Rechts und dann jetzt guck dich mal. Nee, mit rechts bewegst du dich seitwärts. Du musst schon mit der Maus gucken. Ach so, das habe ich ja jetzt erst gecheckt. Jetzt habe ich das kapiert, dass ich mit dem Maus drehen kann, wenn ich will. Kannst du die Laufrichtung ändern? Also, ich vermute in den Bäumen oder auf dem Boden, würde ich sagen. Ja, da ist ja schon die erste Seite. Oh, ich hatte die Seite. Ja, jetzt mit W. So nah ran. Näher ran. Always watches. Ups, ja. Always watches, no eyes. Okay, mit Maustaste kannst du aufheben. Wie mit Maustaste? Mausblick. Jetzt nochmal Mausblick. Tschack. Achso, die muss ich einsammeln. Gut, ja. Auf zur nächsten Seite. Jetzt beginne ich langsam die Steuerung zu kapieren, wie ich hier weiterlaufen kann. Und dann würde ich hier mit der linken Hand, da geht dann ein bisschen schneller. So, ich lasse da ein, dann wird ganz eine Seite sein. Da hängt eine Seite. Dann geh mal. Nach vorwärts und hole sie dir. Help me. Vielleicht klicken. Kann ich auch machen? Nee, da kannst du nicht rein. Ich geh jetzt mal ein Stück zurück wieder. Oh, das ist schon was zurück. Wo komm ich jetzt hin? S. Ich drehe mich. Ich muss wieder auf. Ich muss auch wieder kommen. Dann werde ich nicht mehr. Oh, da ist er. Ist er. Nicht hier gehen. Wieso? Woher hat die Bilder natürlich... Und dann verlierst du. Dann findet er dich. Das siehst du daran, dass der Bildschirm so... Du darfst doch wieder hochgucken. Achso. Der Bildschirm erkennst du, er hat dich gefunden. Rechte Maustaste ist nicht. Also. Ach, hier kann ich den Boden drehen. Ich einfach so drehe. Ja. Jetzt habe ich den bewegt. Das ist genau. Dann warst du eben schon. Wie kann ich schneller laufen? Das war ja die Umschalttaste. Gedrückt halten. Das ist die Leertaste. Also. Kleiner Finger auf Umschalttaste. Damit also. Mit dem Ding, wo du größer schreibst. Ach ja, schön. Der Nachteil ist natürlich, dass dann die Taschenlampe auf dem Boden ist. Das heißt, du siehst nicht drin. Ich denke mal, das ist einfach direkt, so einfach an den Bild an den Bäumen kleben.
Das fängt an, was Markantem. Genau. Mal das der Zaun. Am Zaun wird. Mhm. Fest die Begrenzung. Ja, ich würde sagen, ich bin sicher. Oh. Das ist näher. Wer guckst du ihn an? Oh. Ist spät? Du bist noch nicht so spät. Geh weiter. Er kommt noch nicht zu holen. Wenn ich umdrehe, wenn ich ihn anleuchte, kann er nicht mehr gucken. Oder? Er bewegt sich nicht, wenn du ihn anguckst, aber wenn du ihn zu lange anguckst, fängt er dich. Ja, ich bin blöd, aber langweilig. Aber das wird noch besser. Da ist ein Auto. Gibt jetzt Hilfe? Ein junges Mädchen? Nein, nein. Ich sollte da ein Zettel stecken. Habe ich den gesehen? Du hast die Seite, ja. Pages 3 auf 4. Ach, das ist 3 von 8. Das ist jetzt. Drückhalten. Aber dann dafür die Richtung, ja. Da ist ja wieder was. Ja, ne. Da kommt was auf mich zu. Ein Tunnel. Nee, das ist eine Röhre. Da kann doch was sein, oder? Ja. Bei in der Röhre. Keine Sorge, es ist kein Kernspintrum drauf. Okay, was ist in der Röhre nicht? Was hätte ich denn machen sollen? Einfach rein. Weiß ja. Dann rausgucken. Okay, in der Röhre. Das ist Länder, wenn es von hinten nach hinten so. Will ich gleich rauskommen? Dann waren hier keine. Dann war da nichts. Es gibt 10 Objekte und 8 Seiten. Wir werden willkürlich auf die Objekte verteilt. Das heißt, 2 Objekte werden keine Seite haben. Vielleicht schlecht alles gefunden, oder? Nee. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel noch nicht geschafft. Man hat ja gar keine Möglichkeit, sich das bis zur Mannschaft zu laufen. Nö. Warum muss den Slenderman ausweichen? Und den Slenderman was? Der Slenderman darf dich ja nicht kriegen. Dann hast du verloren. Ja, man kann ja mit den Sternen orientieren in die Richtung. Dafür sind die Sterne ja da. Und hier, da kommt was. Da kommt was. Ein Apfel. Noch was. Ein ganzes Tanklager. Kann auch ein Zettel dran sein. Ah. Geht ja irgendwie nach links so. Ich muss mal rauszoomen. Eher uncool, dass man Katzen sehen. Ja, ich kann ja mal lange so jeden Tag da ein Zettel finden. Immer noch mehr. Ja! Was war denn jetzt los? Der Slendermänner hatte ich. Rette mich vor dem Slenderman! Nein, nicht gut. So. Und was sagst du? Ich habe ja so wenig Übung mit dieser Koordination, dass man da zunächst erstmal dran verzweifelt. Hm. Und wenn man diese Koordination besser kann, dann hat man vielleicht eine gewisse Chance. Und beim ersten Spiel lernst du ja dann immer, was geht. Jetzt habe ich erstmal Mühe gehabt, überhaupt diese Zettel zu erkennen. Zu sehen, dass ich den Wegen folgen muss. Dann habe ich gelernt, dass die Hindernisse nicht die Bäume sind, sondern die markanten Sachen. Und dann habe ich mir überlegt, wenn man das Feld systematisch abgeben muss, was man ja einfach mal machen muss, sonst findet man ja gar nichts, muss man sich vielleicht nach den Sternen orientieren. Aber bis ich das kann, muss ich sagen, spiele ich lieber wieder Gitarre.
Und was sagst du zum Slenderman? Gefällt mir, ist gut. Ist originell. Wirklich, wo können wir das kaufen? Das gibt es gerade im unteren Unterladen, kann ich dir gerne runterladen unten. Was war es außen? Kann man sich runterladen im Internet. Also. Ist gratis. Das ist ein kleines, nettes Horrorspielchen.